gehst durch die menschenleere, nächtliche Stadt in vielen Hügeln. Bis du zu einer Kreuzung kommst, wo du dich einfach aufs Trottoir legst, dein Buch liest, dich ausruhst. Es macht ja nichts. Es ist weder hart noch kalt. Nur außerordentlich gut beleuchtet. Als würden Scheinwerfer eine Filmszene beleuchten. Und ungewöhnlicherweise macht es überhaupt nichts aus. Hinter den violett und rot beleuchteten Fenstern die Menschen zu wissen, ist es gar nicht so, dass du mit ihnen jetzt zusammen sein willst. Eigentlich wundert dich das. Denn du müsstest doch jetzt diese Sehnsucht nach Geborgenheit spüren. Wie sonst immer, wenn du allein durch nächtliche Straßen gehst, ohne ein Hotel oder ohne Schlüssel oder auf dem Weg zu Freunden, bei denen du zu übernachten gedenkst. Nein, es macht überhaupt nichts aus, auf dem grauen Pflaster zu liegen. Bis du neben dir die keifende Stimme einer jungen Frau hörst, die ihren zahlreichen Schwestern zuruft, während sie wütend, sinnlos mit einem Besen im Gras rumfegt. Und dann scheißen die Katzen im Winter alles voll, wenn der Schnee liegt. Und ich kann jetzt alles aufhegen. Und ihre Stimme steigert sich zu einem hysterischen Geschrei. Immer ich, die Katzenscheiße. Also musst du fliehen, weil sie dich bedrängt, regelrecht bedroht. Und ihre Stimme ist so nah, dass sie dich jederzeit sehen kann. Neben dir dreht sich die Spirale einer Tiefgarage aus dem Boden raus. Und fürs Erste ist die Gefahr gebannt. Da spielst du schon lieber mit dem zottligen, riesigen, schwarzen Hund, der dich offensichtlich mag. Wie gut, dass mich alle Hunde mögen, denkst du. Aber als das kleine Mädchen seine Karte zieht, auf den Haufen wirft und ruft, ich bin aber bewaffnet, fängst du an, sie zu fragen, scharf, und merkst, dass sie gar nicht weiß, wovon sie redet, nur nachplappert. Aber vor der Haustür dann wieder das gleiche Spiel. Wieder auf ein Hochplateau, mindestens noch 25 bis 30 Stockwerke über der Erde. Und das ist eigentlich gar nicht schlimm. Auf jeden Fall besser als im Keller gelandet. Und du bist auch in einem anderen Stadtteil, hast also allen Grund zur Zuversicht. Jetzt nur eine Treppe finden und alles wird wieder gut werden. Und dann siehst du ein Häuschen mit Tür, wie eben schon. Na also, alles klar, denkst du, und gehst erwartungsvoll den Gang entlang, der sogar Fenster hat, in die die Sonne scheint. Aber da! Die Treppe, du kannst es kaum glauben. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Sie führt nach oben, also doch die gigantische Falle. Und da hörst du hinter dir Gelächter, kannst aber niemanden sehen, sondern nur eine Stimme hören, die kalt sagt, das ist Folter. Wissen Sie, das ist Folter. Es kann allerdings auch sein, dass du einen Hubschrauber über wild bewegter See siehst. Schäumend, dreckig, drohend. Unten dran hängt eine Frau an einem Seil. Wird sie gerettet? Will sie selbst jemanden retten? Sucht sie irgendwas? Wozu der ganze Aufwand? Was habe ich eigentlich damit zu tun? Du müsstest seitlich, wie du die Sache siehst, entweder selbst in einem Hubschrauber sitzen oder wie Weiland, der Gottessohn, persönlich über den Wassern schweben. Nur waren sie bei ihm nicht derart aufgewühlt, was die beiden Ereignisse im Grunde genommen sogar unvergleichbar macht. Das würde dein distanziertes Verhältnis zu dem doch
an sich recht dramatischen Vorgang erklären. Oder auch nicht. Es ist vielleicht eine Theateraufführung, Freiluftbühne, überhaupt nur eine Probe. Denn andere Leute sind ja nicht zu sehen. Oder bist du Gott, der überall seiende Geist, der gar keinen Hubschrauber braucht? Das könnte auch erklären, warum der Mann mit dem Kinogesicht in der Brandung so pathetisch mit emporgehobenen Armen fleht und klagt. Das wiederum könnte nicht erklären, woher die völlig unbeteiligte Stimme kommt, die im Ton einer gelangweilten Touristenführerin verkündet, dass der Treibsand unter der Brandung diesen Menschen sogleich zu sich hinabziehen wird. Aber jetzt hörst du das Gluckern. Kurz, das ganze Geschehen deutet darauf hin, dass du eben doch im Kino sitzt. Aber es muss ein Film über einen Film sein. Oder ein Film über einen Film, in dem ein Film gedreht wird. Es ist völlig aussichtslos, das Problem jemals zu lösen.